Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt, meine lieben Freunde. Und es hat hier angefangen und es stand auf einmal da: Lager. Du kannst Waffen, Rüstung und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du an einem Ort in dein Lager legst, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orte, an denen du auf dein Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Halte Ausschau nach dem Symbol. Also scheint jetzt wohl ein Lager dazu gekommen sein. Ja, wir haben jetzt als letztes diesen Dicken da unten. Den Herrn Allgott. Und irgendwie stand hier was da, das ist im Menü. Neue Animation. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ist das hier? Glasar vielleicht? Oder ich. Ist da jetzt irgendwas neu? Oder stand irgendwas dort und das Relikte? Ach, guck mal. Sylvane. Sylvane sind grausam, gierig und verräterisch. Dennoch ziehe ich sie den Deune vor. Gewinn, legendärer Kommandant der Skoatel, oh, keine Ahnung. Sylvane und Yakshas, eine ähnliche Art, sind besonders seltene Waldwesen, deren Aussehen das einer Ziege und eines beleibten Menschen vereint. Diese Wesen sind für gewöhnlich harmlos, da sie Menschen lediglich kleine, wenn auch lästige Streiche spielen und sich von den Früchten auf ihrer Felder ernährt. Mhm. Keine Ahnung, was ist da? Oh, wieder neue Leute sind da. Und zwar, komm, machen wir heute mal wieder eine Lesestunde gleich am ersten Part. Ja, yeah. Die Annabelle Geralt traf im obersten Zimmer des Geisterturms auf der Ruseninsel auf den Geist dieser jungen Frau. Sie erzählte ihm, dass sie die Tochter des heisigen Grafen sei, Als wütende Bauern den Turm gestürmt hatten, hatte sie Angst, ihre Ehe beraubt zu werden, sollte sie lebendig gefunden werden. Deshalb hatte sie einen Zaubertrank eingenommen, der sie in eine todesähnliche Starre versetzte. Nach ihrem Erwachen lag sie inmitten der Leichen ihrer Familie und Bediensteten und konnte sich nicht bewegen. Mit hilflosen Entsetzen musste sie zusehen, wie die Ratten, die sich zuvor an den Leichen der anderen gelabt hatten, auch an ihr zu knabbern begannen. Dieser grausame Tod muss ein Fluch auf sie und den Turm gelegt haben, da ihr Geist seitdem in rastloser Qual im Turm umhergeirrt war. Geralt suchte in seinem reichen Erfahrungsschatz an Flüchen nach einer Lösung, da er von Annabelle erfahren hatte, dass sie einen einfachen Fischer namens Graham geliebt hatte, war er sich sicher, dass das Band der wahren Liebe die Rettung der beiden Seelen, jungen Seelen sein könnte. Als Geralt versuchte, den Turm zu verlassen, zeigte die Erscheinung ihre wahre Natur. Die sich herausstellte, war der Geist, der Geralt für den eines unschuldigen Mädchens gehalten hatte, in Wahrheit eine Pestmaid. Sie brachte Tod und Verderben in Geralt einer Erscheinung. In Gestalt einer Erscheinung. Okay, das sollten wir aber auch als nächstes. Machen wir Mysteriöse Elf. Der mysteriöse Elf. Es stellte sich heraus, dass Geralt nicht als einziger nach Kirilla suchte. Kirilla? Cyrilla? Entschuldigung, dass die Autos draußen vorbeifahren. Plus, ihr wisst ja, Sommer, Hitze, ich muss Fenster aufmachen. Cyrilla suchte. Ein geheimnisvoller Elfenmagier war ihr ebenfalls auf der Spur. Wie der Hexer hatte auch er mit Kira Metz gesprochen, um Ciris Aufenthaltsort zu erfahren und hatte ihr dabei verraten, dass er einen Unterschlupf in den Ruinen unweit des Dorfes Mittelhain besaß.
Geralt entschloss sich, dieser Spur zu folgen. Zwar konnte er nicht herausfinden, um wen es sich bei diesem mysteriösen Magier handelte, doch brachte er in Erfahrung, dass der Mann bereits vor einiger Zeit mit Cyrilla gereist war und die wilde Jagd es auf ihn abgesehen hatte. Dann haben wir hier den Eredin, der Name des Königs der wilden Jagd, des Herrn der Albträume, des Wesens hinter der grässlichen Maske blieb lange unbekannt. Mit der Zeit aber fügten sich bruchstückhafte Hinweise zu einem vollständigen Bild unseres Feindes. Doch das Grauen, für das er stand, konnte das nicht mindern. Einst war die wilde Jagd eine der besten Brigaden der Enelle des Erlenvolkes. Ihr Anführer war der vom Ehrgeiz zerfressene, unbarmherzige König Eredin Bradilgar. Ja, genau der. Der über geheime Pfade durch die kalte Leere zwischen seiner Welt und der unseren verkehrte, und um hilflose Menschen als Sklaven in seine Heimat zu verschleppen. Nun machte er Jagd auf Cyrilla, deren Kräfte er sich zunutze machen wollte, doch ein Hindernis stand ihm im Weg. Geralt von Riva. Der Graham, das ist der kleine Mann, der Fischer. Graham war ein einfacher Fischer aus einem noch einfachen Dorf namens Erzdorf. Doch die Rolle, die er bei den dortigen Ereignissen spielte, war alles andere als klein. Die Reuseninseln, der Turm, der Fluch. Er spielte bei allem eine wichtige Rolle. Geralt hatte durch Annabelle von den tiefen Gefühlen erfahren, welche die beiden füreinander empfunden hatten. Doch der Rest ihrer tragischen Geschichte kam erst später ans Licht. Welche Rolle der junge Mann beim Vorfall im Turm genau spielte, blieb unklar. Sicher war nur, dass er versucht hatte, seine Liebste zu verteidigen und schließlich von der Reuseinsel geflohen war, als er dachte, sie wäre tot. Graham erzählte Geralt den Rest der Geschichte, in der die jugendliche Sehnsucht nach Glück durch die Grausamkeit des Schicksals und durch menschliche Gier ausgelöscht wurde. Als er erfuhr, dass es eine kleine Chance gab, den Geist seiner Liebsten zu retten, machte sich der Fischer sofort auf den Weg, um den Hexer dabei zu helfen, den Fluch zu brechen, der über der Insel lag. Obwohl der böse Zauber gebrochen war, nahm die Geschichte kein schönes Ende. Trotz seines Mutes und seiner Hingabe starb Graham bei der Rettung jenes Menschen, den er niemals aufgehört hatte, zu lieben. Ja, mehr neu ist jetzt hier nicht, oder? Leto, doch, das hat man schon vorgelesen, oder? Leto, es gibt alte Bekannte, die sieht man wieder, nee, doch nicht. Es gibt alte Bekannte, die sieht man nach Jahren wieder und bekommt sofort Kopfweh. Und zwar nicht aus Abneigung, sondern als somatische Vorwegnahme des Katers, welcher dem feuchtfröhlichen Wiedersehen mit Sicherheit folgt. Andere alte Bekannte dagegen lassen einen den Rücken jucken und wünschen, nach dem Schwert zu greifen. Für Geralt gehörte Leto von Gaulet zu beiden Kategorien. Der abtünnige Hexer von der Vipernschule hatte das Blut von mindestens zwei Königen des Nordens an seinen Händen. Dies war das Ergebnis seiner Zusammenarbeit mit Emrir war Emreis, dem Kaiser von Nilfgaard. Dieser Verbrechen war Geralt beschuldigt worden und er hatte Leto stellen müssen, um seinen eigenen Namen reinzuwaschen. Obwohl sie aus der finalen Konfrontation in den Ruinen von Loch Muen beide unversehrt vorgegangen waren, hatten Geralt nicht mit einem Wiedersehen gerechnet. So war es eine große Überraschung, als er irgendwo im kriegsversehrten timranischen Grenzland in einer Scheune auf Leto stieß. Es erwies sich, dass Letos ehemaliger Auftraggeber mit der erbrachten Leistung unzufrieden war und verschiedene Varianten von Bluthunden auf Leto angesetzt hatte. Und den Umständen war diesen die Gegenwart eines anderen Hexers als Rückendeckung höchst willkommen. Geralt gedachte der Fürsorge Letos für Yennefer und beschloss, solidarisch einem ehemaligen Gefährten zu helfen, mit den Verfolgern fertig zu werden. Leto hatte sich zu einem riskanten Manöver entschlossen,
um seine Verfolger loszuwerden. Er täuschte seinen eigenen Tod vor. Der Plan wäre auch tatsächlich aufgegangen, wenn Geralts Hexenreflexe nicht etwas zu gut funktioniert hätten und sämtliche Zeugen, die der Welt von Ledos Tod hätten künden können, seinem Schwert zum Opfer gefallen werden. Danach blieb Leto nichts übrig, als zu verschwinden. Geralt schlug ihm vor, für eine Weile in Kaer Morhen hin unterzutauchen. Leto dachte kurz nach und war einverstanden. So, dann hätten wir hier noch den Tavar Ekbracht, der Nilfgaarder Tavan Ekbracht entstammte einer Familie mit langer militärischer Tradition. Seine Vorfahren hatten bei der Eroberung von Mecht, Gesu und Metina stolz unter den Banner der goldenen Sonne gedient. Sie hatten für ihren Kaiser gekämpft und waren für ihn gestorben. Das letzte Schicksal hatte Tavars Vetter erteilt. Oberst Tibor Ekbracht, der im letzten Nordlandkrieg bei der Schlacht von Brenna gefallen war. Tavar hasste die Nordlinge dennoch nicht. Er betrachtete den Tod seines Cousins als bedauernswerte, doch unausweichliche Kriegsfolge. Seinen Pflichten als Quartiermeister kam er gewissenhaft nach und hatte stets das Beste für seine Soldaten im Sinn. Triss, was haben wir da alles schon, ne? Ja, Triss. Wer ist denn Väserat? Väserat. Als sich die Nachricht über den Anmarsch der Nilfgaardischen Armee verbreitete, packten die Adeligen aller Ränge und Orden hastig ihr Silber ein und flohen so schnell wie möglich an einen sicheren Ort, wobei sie keinen Gedanken daran verschwendeten, ihr Land zu verteidigen und es stattdessen auf Gedeih und Verderb den Eindringlingen überließen. Graf Viserat war da keine Ausnahme. Der Magnat hatte Velen hauptsächlich für seinen Sitz in Greenfels ausregiert. Bevor er mit seiner Familie in einen Turm auf der Reusinsel Zuflucht suchte. Allerdings war er dort nicht, wie erhofft, in Sicherheit und das Massaker, bei dem er seinen Tod fand, wurde zum Ursprung zahlreicher Gerüchte und Legenden. Einem Gerücht zufolge ließ der unbarmherzige Viserat hungernde Bauern, die ihn um Essen anbettelten, durch seinen Magier vergiften. Eine grässliche Geschichte, aber eine, die angesichts der erbärmlichen Zustands in dem Land sich befand, traurigerweise plausibel klang. Wie sich herausstellte, war die Wahrheit jedoch viel einfacher. Viserat war von seinen verräterischen ehemaligen Untergebenen ermordet worden. Sie hatten aus Habgier, Eifersucht und allgemeiner Dummheit gehandelt, wie sie unter den Menschen weit verbreitet ist. Ja, haben wir mal wieder ein bisschen was gelesen. Wie schön, wie schön. Ja. Ja, das musste man ja auch mal wieder machen. Ne? Mal was lesen. Begib dich zur Burg des Barons. Ich glaube, das wollen wir jetzt gerade nicht machen. Wir wollen nämlich erstmal noch hier so ein bisschen rumgucken. Fehlschlag. Ach ja, kann man das irgendwie... Nee, kehr zurück und hol ihm... Ja, das habe ich halt scheiße gelaufen. So. Schatz suchen. Wir sind Level 9. Und hier haben wir alles nur drüber. Dann haben wir hier die Hexeraufträge. Da hätten wir hier die 10, 12, 10. Das lassen wir alles mal noch. Wir machen das alles schön levelabhängig. Nebenquests haben wir hier auch erst ab Level 10 und wir können deswegen zu der Hauptdest zurückkehren. Ich würde sagen, wir machen zuerst blutiger Baron da, den da, den machen wir. Und zwar, was ist denn überhaupt die Quest? Und zwar, der Agent aus Nilfgaard hatte herausgefunden, dass Ciri sich beim Baron aufgehalten hatte, dem selbsternannten Herrscher von Velen. Dieser Mann war für seinen Jähzorn und seine Grausamkeit bekannt. Daher rührte auch sein Name Blutiger Baron. Geralt fürchtete sich jedoch nicht vor Spitznamen, schon gar nicht vor solchen, die mit Körperflüssigkeiten zu tun hatten. Achso, er machte sich auf den Weg zu Greenfels, dem Sitz des Barons, um dort nach Cirilla zu fragen.
Und das werden wir jetzt auch tun. Dazu brauchen wir natürlich noch Dingens. Wir haben natürlich Scheiße hier. Und wir wollen natürlich nicht so eine Scheiße hier. So, und zwar wollen wir gerne wieder hier sowas im Inventar haben. Denn wir haben ja erst wieder was gekauft, dachte ich, in der letzten, ich weiß es nicht. So, aufsitzen. Aufsitzen, habe ich gesagt. Dankeschön. Und los geht's. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ja schon fast den ganzen Part. Halt die Fresse. Jetzt habe ich ja schon den ganzen Part hier eigentlich mal verlesen. Ich nenne den, das wird der Lesepart werden. Muss halt auch mal sein. Ich habe ja schon jetzt die Abstriche gemacht, dass ich diese komischen Bücher im Inventar jetzt nicht mehr vorlese. Obwohl die vielleicht auch sehr interessant, also ich lese Missionssachen durch, ja, aber diese Bücher da, die werde ich jetzt am besten einfach antippen. Und aber hier ist noch ein Schmied, brauchen wir nicht, da müssen wir hin. Das sind so verwinkelte Käfer hier, das ist der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, das möchten wir doch gar nicht haben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas gesucht hatte. Habe ich noch irgendwas gesucht, was ich hier bräuchte zu irgendwas? Ich glaube, ich war einfach nur auf der Suche noch nach Nahrung und das war's. Halt! Muss ich jetzt hier absteigen? Quest aktualisiert. Der blutige Baron. Dann wollen wir mal hier rein. Ach. Alter. Alter. Sehr schön. Tja, tut mir leid. Warum legen die sich denn jetzt auch mit mir an? Ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es nicht, warum sie dieses tun. Ja, wir sind hier drin. Wir sollen uns jetzt hier mit der Königin, mit der ganzen Burg anlegen, oder was? Halt! Wer ist da? Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Durchsuche das Dorf, um einen anderen Weg hineinzufinden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Okay, dann werden wir uns jetzt mal einfach mal umschauen. Was haben wir denn hier jetzt mit dem Schwert irgendwie? Ne. Was haben wir denn hier eigentlich noch für einen Kopf? Das ist von so einem. Greifen und das ist von diesen Wüfern. Bonus-Erfahrung bei Monstern und Chance auf Verstümmelung. Vielleicht sollte ich ja mal. Ach, guck mal, wir haben gar keine Trophäe dranhängen. Komm, wir hauen mal die Trophäe ran. So, also dann hier rein. Und da werden wir einfach mal. Was sagt man dazu? Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Durchsuche das Dorf nach einem anderen
Sprich mit dem alten Mann. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn. Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Ich lass mich nicht, warum hilfst du mir? Willst du nur an ein paar Münzen kommen oder hilfst du mir aus einem anderen Grund? Was du da am Scheideweg getan hast, deswegen lassen sie dich nicht rein, stimmt's? Der Wirt? Der Ehemann meiner Schwester. Gut, ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren, als der alte Herr noch Krähenfels regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Alles klar. Erkunde die Gegend, in der die Leiche des Jungen gefunden wurde. Aber jetzt habe ich hier, das müsste ich gerne wegmachen, genau. So, müssen wir jetzt dahin, wir sind ein paar Meter hin. Jetzt sind wir bei der Brücke, da laufen wir geradeaus bis zur Kreuzung und dann rechts. Wir machen das jetzt aber auch mal laufend. Hier ist die Kreuzung und dann laufen wir rechts. Dann wieder rechts. Hier ist rechts, genau. Und dann laufen wir einfach mal den Weg hier hoch. Und ja, was dann an dem Brunnen passiert, das finden wir dann morgen raus, liebe Freunde. Ja, und da würde ich deswegen, da würde ich nämlich jetzt gleich mal einwerfen, dass wir jetzt erstmal Schluss machen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Heute war mir ein bisschen viel gelesen und ja, die Mission ja wenigstens angenommen. Und morgen erkunden wir die Gegend, in der die Leiche des Jungen gefunden wurde. Ja, das machen wir. Und dann geht es dann bestimmt da rein und dann gibt es großes Gemetzel. Und auf jeden Fall guckt einfach rein, was da morgen passiert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis morgen. Ciao.